So, nächste Frage kommt von Yannick und Yannick hat zwei Fragen. Ja. Yannick möchte einmal wissen, kann man euch beitreten, also als Vereinsmitglied? Ja. Und die zweite Frage Okay. wäre, kannst du ja vielleicht gleich im Anschluss sagen, habt ihr oder ist es ausgeschlossen, dass vielleicht nochmal irgendwann ein drittes Spielfeld dazukommt? Also neben der Siedlung, die ja im Prinzip das Hauptding ist, und Next Level. Kommt dann, ihr hattet ja mal Five Blocks, gibt es ja leider nicht Ja. mehr. Aber ob dann vielleicht noch mal irgendwann ein drittes dazu kommt. Ein drittes. Ich fange vorne an. Das hilft uns vielleicht bei der Beantwortung des zweiten Teils. Wir als Verein, wir sind super aufgeschlossen für neue Mitglieder. Wir werden auch öfter gefragt. Wichtig zu wissen ist, wir sind nicht wie in einem Fitnessstudio, wo man einen Beitrag zahlt und dann hier Airsoft spielen kann, sondern Airsoft Events ist, wie es der Name umsetzt, wir setzen Airsoft Events um. Wenn man also sagt, man möchte Mitglied bei Airsoft Events werden, muss man nicht mit dem Airsoft Spielen aufhören. Aber man muss wissen, mein Blickwinkel verändert sich. Das Richtig. heißt, ich bin eher an dem Teil beschäftigt, so ein Event, so einen Tag ins Leben zu rufen, ihn zu planen, ihn zu organisieren und ihn durchzuführen, Rede und Antwort für alle Spieler zu stehen. Und wir gucken natürlich, dass es auch allen in Anführungszeichen gut geht, weil wer mal den Tag vorne erlebt hat, vorne heißt also an dem Shop und an der Ja, genau. Leihgierausgabe, weiß, wie viel da so zusammenkommt, ne? Weil immer mal aus dem Spawn jemand einen Defekt an der Leihwaffe, an seiner Waffe hat, eine Leihwaffe braucht, zu uns kommt, eine Batterie fehlt. Also ganz viel Kleinkram, aber das rettet ein bisschen den Tag. Ja. Schuhe vergessen hat, ne? Das Ja, sind ja richtig. Sachen, die wir alles vorhalten, Schutzbrille. eine Schutzbrille vergessen. Und je mehr Manpower wir haben, desto besser wird so ein Tag. Und wir haben theoretisch diese Manpower, praktisch aber nicht. Weil praktisch es so ist, bei 40 Tagen im Jahr wir überhaupt nicht die Erwartung haben, dass jeder jeden Tag da ist, sondern viele bei uns haben auch noch ein anderes Hobby, die fahren im Sommer auch mal gerne Motorrad, die haben Kinder, wir haben welche, die sind im Einzelhandel unterwegs, die können also zum Beispiel den Samstag nicht, wir haben welche, die können eben den Samstag, weil sie am Sonntag fest Familie haben. Und das ist es wichtig, dass man das übereinbringt. Und wer sagt, ich möchte Mitglied bei Airsoft Events werden, der ist grundsätzlich herzlich willkommen. Wir lernen uns also einmal kennen, dass man sich mal einmal so ein bisschen beschnuppert, ne? Dass man sagt, okay, ich gucke mir mal so einen Spieltag von der anderen Seite aus an. Und wenn man so einen Tag umsetzt, grundsätzlich gilt viele Hände, schnelles Ende. Und wenn wir also unsere Aufgaben durchhaben, dann ist auch überhaupt nichts, spricht gar nichts dagegen, dass man sagt, man spielt auch noch mal. Eine Ingame-Orga zum Beispiel ist immer was ganz Wichtiges. So kann man das Praktische mit dem Nützlichen verbinden, Richtig. ne? Also Leute, die bei uns Airsoft-Events umsetzen, die eine gewisse Erfahrung mitbringen, da sagen wir auch gerne, weißt du was, spiel und guck dir die Spieler an, halten die sich an die Regeln, geben die ihre Treffer zu. Da hast du gesagt, drei Felder. Wir machen das ja jetzt seit 2015 und tatsächlich gab es zwischendurch fünf Felder. Wir haben angefangen in der Siedlung, dann haben wir auf dem Hauptgelände gespielt, das ist die Main Area, dann haben wir Five Blocks eröffnet, dann haben wir eröffnet Next Level und dann gab es noch den Europaring zwischendurch. Der Europaring war so eine Geschichte vor Covid und kam dann letztendlich nicht zum Tragen. Wir haben noch die Möglichkeit, hier eine Halle zu schaffen. Wir haben die Möglichkeit, ein neues Spielfeld hier generieren zu können auf der anderen Seite des Flughafens in der Nähe des Festivalsgeländes. Okay. Tatsächlich steht und fällt das mit Manpower, ne? Cool. Das heißt, wir können das, mag das überhaupt nicht ausschließen. Es fehlt einfach nur an Leuten, ne? Wir haben einen Kern, den wir heute umsetzen mit 40 Spieltagen. Und wenn wir sagen, wir möchten ein weiteres Gelände machen, ist das nicht nur kostenintensiv, sondern dann wäre es zusätzlich. Und mit der Manpower, die wir heute haben, ist das zusätzlich gar nicht zu stemmen. Also ich Das heißt, das eine fördert das andere. genauso. Das ist, glaube ich, das fasst es am besten zusammen. Okay, wunderbar. Cool.